Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP Pavilion Gaming und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei dem Gerät auf der Rückseite und zwar hier. Und die ist wirklich super schwer zu lesen. Ein starkes Licht und eine Lupe empfehle ich da. Und mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Generell lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier ziemlich einfach ist. Dafür muss man nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase, wohingegen man das Touchpad hier einzeln tauschen kann. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben rausnehmen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und hier ist es so, die vorderen vier sind etwas kürzer als die hinteren vier. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Mega praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und hier findet man einfach alles, was man so braucht. Vom Öffner über Pinzetten bis hin zu einem Schraubendreher-Set mit allen Aufsätzen und Verlängerungen. Die habe ich mir jetzt hier allerdings schon mal rausgesucht. Und in dem Fall sind das normale Kreuzschrauben. Das heißt, ich nehme mir hier als Aufsatz ein PH0. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man die Unterseite vom Gerät trennen und dazu muss man eben in die Verbindungslinie und die läuft in dem Fall hier und dann hier unten lang und läuft dann einmal um das Gerät herum. Und ja, zum Öffnen nehme ich hier einen der Öffner aus dem Universalwerkzeugset. Und versucht dann eben hier zwischen Gerät und Unterseite zu kommen und da eine Lücke zu machen oder zu schaffen und das nach oben zu hebeln. Und das ist wirklich von Gerät zu Gerät unterschiedlich, vor allem ob das Gerät schon mal auf war oder nicht. Und das kann manchmal ein bisschen schwerer gehen und da hört man oft auch ein relativ lautes Knacken, wenn man das öffnet. Das ist aber normal, das ist wirklich, wenn die Einraststellen sich lösen, da also nicht erschrecken, das kann manchmal recht laut sein. Und je nachdem, manchmal geht es besser, manchmal eben nicht, kann man mit den Fingern hier schon ein bisschen drunter und das aufhebeln. Sollte es mal wirklich schwer sitzen, dann arbeitet man einfach wirklich genau in der gleichen Technik, sich einmal um das Gerät herum, auch auf der Vorderseite und einfach immer Stück für Stück das Ganze vorsichtig nach oben hebeln. Bis man die Unterseite dann tatsächlich einfach nur ganz leicht mit den Fingern abziehen kann, so wie hier. Und ja, dann zeige ich euch auch mal, wie die von innen aussieht. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und wir sehen hier das Kabel, was zum Mainboard läuft. Und den Stecker kann man in dem Fall einfach nach hinten hin rausziehen. Und stellt so eben sicher, dass das Gerät wirklich keinen Strom mehr hat. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen über dem Akku
Hier noch eine 2,5 Zoll HDD oder auch SSD. Und hier in dem Fall ist das ein Dummy, aber das wird normalerweise alles mitgeliefert hier. Dann sehen wir hier die beiden Lüfter und den Heatsink, der die CPU und GPU kühlt. Wir sehen hier drüben die SSD. Direkt daneben sind die beiden RAM-Riegel. Dann ja, können wir hier noch das WLAN-Modul sehen mit den beiden Antennen. Um den Akku zu tauschen, muss man diese Schrauben hier rausnehmen. Und danach kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und eben auch gegebenenfalls tauschen. Den RAM zu tauschen ist auch super einfach. Der wird nämlich nur von den beiden silbernen Klammern hier an der Seite gehalten. Wenn man die ein bisschen nach außen zieht, kann man den nach oben hin aus dem Gerät nehmen, aus dem Slot ziehen und so auch tauschen oder auch einbauen, falls nur einer verbaut ist. Und genau so kommt er dann auch wieder in den Slot zurück. Ein bisschen nach unten drücken, bis die beiden Klammern da wieder einrasten. Auch die SSD ist sehr einfach zu tauschen. Die hat jetzt hier in dem Fall eine Abdeckung, aber wird nur von dieser einen Schraube hier hinten gehalten. Und sobald die draußen ist, kann man das Ganze so ein bisschen nach oben, nur ein kleines, also vorsichtig, und dann eben nach hinten aus dem Slot rausziehen. Und dann sieht man hier, dass die SSD in der Hülle ist. Da ist jetzt in dem Fall auch ein Kühlstreifen dazwischen, genau. Und ja, in beiden Fällen kann man die SSD mit oder ohne Hülle einfach wieder zurück in den Slot stecken und dann nach unten drücken, bis das hier wieder das Gewinde zu sehen ist. Und dann wird die einfach wieder verschraubt. Die beiden Lüfter kann man bei dem Gerät auch tauschen. Und hier ist es so, die sind tatsächlich auch baugleich. Also es gibt keinen linken und rechten Lüfter, sondern nur ein Lüftermodell, was man eben dann für beide benutzen kann. Und beide werden von zwei Schrauben gehalten. Einmal hier und einmal hier. Und auch hier ist das Lüfterkabel, in dem Fall dann hier. Und das Lüfterkabel geht jetzt hier nach oben hin weg. Das heißt, man zieht den Stecker nach oben hin ab. Ein bisschen wackeln, genau, dass man da nichts abbricht. Und ja, dann muss man nur noch die Schrauben lösen. Und kann den Lüfter nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Der ist jetzt auf dieser Seite hier, sind noch die Kabel hier so ein bisschen dran geklebt. Also da einfach das Klebeband wegmachen. Ich zeige das jetzt auch noch mal schnell. Genau. Und dann kann man den Lüfter einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Wenn man nicht, so wie ich, hier noch eine Schraube vergisst. Also, da ist es tatsächlich so, also die beiden, diese Schraube hält quasi beide Lüfter. Das heißt, die muss auch raus, wenn man den rausnehmen will. Und hier drüben die Schraube muss auch noch raus. Aus dem Gehäuse nehmen. Und zwar so. Und genau, hier sieht man das jetzt nochmal, dass der Lüfter unter dem quasi drunter sitzt. Das heißt, wenn man den rechten tauschen will, muss man auf jeden Fall auch diese Schraube hier rausnehmen und kann den dann aber genauso einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Und ja, in dem Fall funktioniert das ziemlich gut. Beim Einbauen noch ein kleiner Hinweis. Man sieht hier auf der einen Seite des Steckers Kontakte. Und die zeigen jetzt beim Wiederverbinden des Kabels nach oben bzw. halt nach vorne in die Richtung.
Und ich verbinde den Stecker jetzt auch zuerst. Einfach auch schon, damit man es nicht vergisst. Das ist nämlich immer ziemlich blöd. Da muss man alles wieder aufmachen. Und ja, dann kommt der Lüfter wieder in die Position. Dann kann man so ein bisschen von hinten hier einhaken. Machen wir das Klebeband vom Kabel noch mit drauf. Und ja, dann einfach wieder verschrauben. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, kann man hier, das sind so kleine Hilfsöffnungen beziehungsweise so kleine Führungsnippel, da kommt das wieder drauf. Und dann kann man den nach unten fallen lassen und dann sieht man auch schon, der liegt wieder genau auf den Gewinden drauf und muss nur noch verschraubt werden. Und ganz, ganz wichtig, am Ende natürlich nicht vergessen, auch das Akkukabel wieder zu verbinden. Gleiches Spiel wie bei den Lüftern. Da möchte man nicht alles nochmal aufmachen müssen, nur weil das dann nicht mehr anspringt. Und ja, dann kann man die Unterseite wieder verbinden. Die Unterseite kommt jetzt einfach wieder genau von oben auf das Gerät drauf und wird nach unten hin festgedrückt. Und da kann man auch wirklich feste drücken, dass die ganzen Einraststellen hier wieder schließen. Ich gehe auch einmal um das Gerät herum und schaue, dass dann eben wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Ja, und dann muss man nur noch wieder verschrauben und so schnell ging das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.